Willkommen zu Let's Play Star Wars Jedi Knight 2 Jedi Outcast. Ja, warum nicht Star Wars Jedi Knight oder beziehungsweise die Vorgänger Dark Forces? Ist eigentlich sogar ziemlich leicht. Es ist einfach, diese Spiele sind sehr alt und man kann dementsprechend so gut wie keinerlei Material dafür aufnehmen. Das ist natürlich ein bisschen problematisch. Wir spielen auf Jedi, weil ich habe keine Ahnung, wie dieses Spiel ist. Ich habe nur den dritten Teil gespielt. Den zweiten kenne ich also so gar nicht. Ich habe nur mal die erste halbe Stunde oder so gespielt, um halt nicht vollkommen planlos an die Sache ranzugehen. Und dementsprechend gucken wir mal, wohin das Spiel führt. Es ist sehr beliebt bei vielen Leuten. Yeah! Einen lang ungenutzten Horchposten des Imperiums zu untersuchen. Soweit ich das weiß, ist diese Geschichte auch weitestgehend Canon, also existiert halt wirklich. Für diese Übertragungen verantwortlich ist, das zeigt sich nicht auf den Sensoren. Dieser imperiale Außenposten wirkt genauso verlassen, wie er sein soll. Er ist so tot wie der Rest von Kejim. Mon Mothma muss langsam paranoid werden. Sie hat noch nie Profis wie uns auf so eine Vergnügungstour geschickt. Kyle, Jen, seid Sie gegrüßt. Mon Mothma, Kyle sprach gerade von Ihnen. Zweifellos. Ich habe beunruhigende Neuigkeiten zu der Mission auf Kejim. Ich hasse es, wenn Sie beunruhigend sagen. Wir haben einen Teil der Übertragung dekodiert, die wir heute früh abgefangen haben. Und, ach, hören Sie besser selbst. Admiral Fire, erste Schatten noch. Geschlagene Station auf Kid. Wenn. Müssen wir, wenn das Tal der Jedi ver... Kriege der Wiedergeborenen. Das Tal der Jedi? Wiedergeborene? Wir glauben, dass diese Übertragung für Galen Faya bestimmt war. Wir verdächtigen ihn, der Anführer der Hinterbliebenen in diesem Sektor zu sein. Wahrscheinlich ist die ganze Geschichte nichts weiter als ein Schauermärchen, das sich Soldaten am Lagerlicht erzählen. Doch da Sie die einzigen Überlebenden der Ereignisse im Tal der Jedi sind, dachte ich, dass es nur fair ist, wenn ich Sie warne, dass diese Mission vielleicht gefährlicher ist, als wir zunächst angenommen haben. Ihre Ziele bleiben jedoch dieselben. Finden Sie so viel wie möglich heraus und neutralisieren Sie alle Streitkräfte der Hinterbliebenen, die Ihnen begegnen. Möge die Macht mit Ihnen sein. So viel zum Thema Vergnügungstour. Nein, das wird ein... Ich glaube, ich habe jemanden gesehen. Das wird eine Schlachttour. Da! So, und während alle mit Battlefront dran sind, bin ich mit alten Spielen dran. Oh. Was für ein Chaos. Ja, naja, was erwartet man? Hier wird geschossen. Zack, 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 zack. Okay, falsche Soldat. Oh, ups. Nur ich schaffe natürlich meine eigenen Tiefen anzuschießen.
Halt schnell Feuer. Hat er denn direkt aus den Latschen geholt? Ich werde versuchen, die Tür irgendwie zu öffnen. Warte hier. So. Ich knall euch alle ab. So, man merkt schon, dass die Schwierigkeit... Man merkt schon, dass die Schwierigkeit deutlich angezogen ist. Ich habe es halt damals mal auf leicht angetestet. Imperiale Versorgungskarte. Finde ich gut. So. Ja, ja, alles läuft gerade nicht. Perimeterverteidigung aktiviert. Danke, Rick Grimes. Hat das funktioniert? Ja, da kommen ein paar Sturmtruppler hier. Zack, 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 zack. Ich freue mich schon auf den neuen Star Wars Film. Haha. Aber nach unten bitte. Und einen kleinen Moment. Ich muss mal ganz kurz hier was überprüfen. Ein Cut. So, schon wieder da. Blub, 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 blub. Perimetergeschütz. Komisch verteilen. Schütztor. So, Tor zerstört. Warum sollte man den Schlüssel benutzen? Nix, was eine große Kanone nicht hinkriegt. Dun, 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 dun. Türchen öffnen. Sinnlos. Okay, zack, zack, zack. So. Jetzt, wenn die mich hier aufhalten könnten, denkt ihr eigentlich? Anscheinend war ich schon mal ein Jedi. Mach euch fertig. Natürlich ist hier noch alles verschlossen. Batterien? Okay. Und hopp. Und in Deko. Okay. Ah. Oh. Das hätte schon direkt das Ende sein können. This is the end. Die Tür da ist offen. Ja, zu zu Star Wars Jedi Knight. Ich habe damals nur den dritten Teil gespielt und gilt als einer meiner Favoriten. Das ist definitiv ein verdammt gutes Spiel. Das Problem ist, mittlerweile kennen es recht wenige Leute und irgendwie wird die Serie auch nie fortgeführt. So. Hauptsache, der eine macht mal so eine voll edle Pose. Ich hab nichts verstanden, was? Ja, gut, dann mach da mal. Sehr gut. Oh, 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 oh. Ja, Elektroschab. So. Die Pistole hat denselben Effekt wie die Pistole aus Jedi Knight 3. Das ist aber, glaube ich, ein anderes Modell. So. Zack, zack, zack. Dup, dup. So läuft das nicht hier. Viele. Oh, oh, oh. Ich will abhauen. Au, 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 au. Wie sind die Sturmtruppen wenigstens nicht nutzlos? Was? Ein Roboter. Habe ich doch richtig gesehen. Einer hat auf mich geschossen. Zack. Dann
Kyle, der Plan zeigt, dass der Stützpunkt 3 Sektionen hat. Erstmal habe ich mir jetzt Zeug geklaut. Wo bin ich? Aha. Das sieht schon mal ganz gut aus. Du hast dich in eine tödliche Falle begeben, mein Freund. Sieht nach einem imperialen Code aus. So, alles aktiviert. Gut, der Generator geht natürlich nicht kaputt. Dann sei es so. Ja. Puh. Gut, so viel dann zur ersten Folge. Ich danke vielmals fürs Zuschauen. In Zukunft, ja, das wird jetzt halt Nosferatu ersetzen. Von daher gibt's da in Zukunft mehr von. Wenn ich noch irgendeine Möglichkeit kriege, natürlich auch noch von all den anderen Teilen. Ansonsten danke ich vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.